Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Castle Crush. Hier vom Kanal wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Ja, ich habe heute Morgen einen Stream gemacht und da haben die Zuschauer dann gesagt, Danny, mach mal ein All-Legendary-Deck. Und dann haben wir live im Stream dieses Deck zusammengestellt und es funktioniert eigentlich richtig gut. Ich hätte nicht gedacht, dieses Deck habe ich so in 30 Sekunden einfach mal just for fun zusammengestellt und damit habe ich es einfach mal 300 Pokale nach oben geschafft und das in weniger als, ja, 20, 30 Minuten, was dann richtig cool war. Und dieses Deck möchte ich euch natürlich jetzt zeigen, obwohl ich bin gerade etwas wütend, denn ich habe dieses Video gerade eben aufgenommen, aber als ich es, ja, anschauen wollte, hatte es auf einmal keinen Ton mehr und ich verstehe es einfach nicht wieso, denn ich hatte hier in OBS in meinem Aufnahmeprogramm einen Eingangspegel, nur irgendwie, ja, hat sich dann mein PC gedacht, nö, dieses Video bekommt heute keinen Ton, Danny, obwohl es eigentlich dabei sein sollte. Pech gehabt, mach es einfach nochmal und ja, jetzt mache ich hier das Video nochmal. Ja Leute, kann natürlich passieren, soll es aber natürlich nicht, na, keine Ahnung, aus Fehlern lernt man natürlich, bin gespannt. Ob es das nächste Mal besser geht. So, wir spielen hier gleich mal das. Dann könnten wir unten mal hier mit einem Inferno dagegenhalten. Nein. Oh, und er überlebt sogar noch. Der überlebt es sogar noch. Was machen wir dagegen? Ja, komm, schwarze Hexe. Sonst wüsste ich hier nichts, denn wir brauchen natürlich die Pfeile. Hier auf der unteren Lane spielt der Gegner ein Erscheinungsdeck. Mir kommt es fast so vor. Und für was spielt er schon wieder den hier? Gute Frage. Egal. Oh. Ja, komm. Den Tod schaffen wir jetzt auch noch. Ja, da ist er weg. Und ja, die Bogenschützen könnten wir nochmal auch leicht. Die unteren machen wir damit. Das freezen wir hier. Die schaffen wir hoffentlich mit dem. Und wenn dann alles weg ist, komm, irgendwas noch. Oh, da muss ich mit dem Schamanen unterstützen. Der schafft es aber auch nicht. Boah, der Gegner spielt so ein richtig nerviges Spammer-Deck. Er spammt einfach die ganze Zeit. Boah. Na gut, dass ich jetzt die mittlere Lane gefreezed habe. Und was ist das für ein brutales Deck? Was ist das wirklich für ein brutales Deck? Ich spiele hier einfach mal den Drachen. Nein, da hätten wir wirklich das Inferno gehabt. Leute, was geht hier ab bei diesem Deck? Komm, Bombe geht hier raus. Die Bombe muss hier einfach rausgehen. Und wir haben hier zum Glück die Pfeile. Damit können wir hier alles easy zerstören. Aber es ist ein sehr, sehr geiles Deck, was der Gegner hier eigentlich spielt. Komm, Bombe oder sonst was. Ja, dann spielen wir den hier. Dann spielen wir einfach den hier. Er hat ja erst Level 7, ne? Ah, da wird auch nur... Ja, den Drachen müssen wir hier fast mal spielen. Komm, der Drache... Geht sich hier noch aus. Wir sind ja schon an seiner Burg dran. Wir wehen hier mal alles zurück. Hier spielen wir noch das hier. Ich sehe gerade, mein Metamorph ist vorhin eine Steinstatue geworden. Auch nicht schlecht, Leute. Und wir werden hier mal blitzen. Nein! Was war da los mit diesem Deck, Leute? Das ist mal richtig krass gewesen. Das war richtig ein krasses Deck. Aber wir spielen hier gleich nochmal mit dem All-Legendary-Deck. Ihr habt schon gesehen, ich konnte gut dagegen halten. Das Inferno war leider schade, dass ich da dagegen, ja, dass ich das nicht gut ausgegangen ist, dass das weggeschmissen wurde. Aber egal, wir werden hier gleich nochmal hoffentlich siegen. Wir spielen hier mal ein Sturmelementar, ganz gechillt auf der unteren Lane. Und dann hoffen wir, wenn ich jetzt den Metamorph setze, dass es auch ein Sturmelementar wird. Nö, es wird natürlich dann mal der Zwerg. Aber den Zwerg können wir mal mit der schwarzen Hexe ausschalten. Ich hoffe es doch sehr. Ja, Sturmelementar schafft das natürlich. So, die Pfeile können hier meinem Sturmelementar noch nichts aushaben. Dafür ist es schon zu stark. Und ich glaube auch nochmal Pfeile würde es überleben. Hier mal den Freeze. Das ist hier, ja, ihr seht schon, das Sturmelementar ist manchmal richtig krank. Auch die Wiederbelebung Gegner schafft das nicht mit diesem Sturmelementar. Das hast du übersehen, das hast du, okay. Na gut, wir warten mal ab, wir wollen hier noch nicht voreilige Schlüsse ziehen. Wir wollen hier keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber es sieht eigentlich ziemlich gut für uns aus. Es sieht sehr, sehr gut für uns aus. Ja, die Heilung. Zu spät und damit sollten wir gewonnen haben. Yes, Leute, ihr seht schon, es haut also rein. Mega cool, gegen den Dragon aus Deutschland haben wir gewonnen. Und wir wollen natürlich wieder über die 3300 Pokale
Kommen. Ja, und auch mal eine Frage an euch. Ich habe heute im Stream gefragt, ob ihr ja wirklich mal Lust habt, hättet auf so eine Folge Castle Crush auf Österreichisch, wo ich halt nur auf Österreichisch das ganze Gameplay, also in meinem Dialekt hier, ja, kommentiere. Und es waren sehr, sehr viele Leute dafür und wir könnten das Leute wirklich gern machen, wenn ihr darauf Lust habt. So, und hier, Pfeile gehen raus und da ist alles weg. Ja. Das, also ich würde es, glaube ich, feiern. Mich würde es freuen, wenn wir das machen würden. So, können wir mit dem... Ja, ich glaube, das schafft er. Ja, der Schamane hält hier eigentlich sehr, 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 sehr viel aus. So, schafft's der Phönix hier? Ich glaube schon. Jupp, da ist alles weg. Und jetzt geht's gleich mal weiter. Weil dann würde ich mal, ja, so vielleicht einmal wöchentlich regelmäßig eine Folge auf Österreichisch aufnehmen. Es wäre bestimmt lustig. Es wäre mega lustig, glaube ich. Okay, der Gegner setzt hier mal das ein. Pfeile helfen hier nichts. Und jetzt kommt hier ein Metamorph ins Spiel. Yes, da wird ein +1 Phönix geboren. Und auch auf der mittleren Lane wird hier hoffentlich gleich mal ein +1 Phönix dastehen. Hier, Skelettschwarm. Kein Problem mehr für ihn. Ich setze hier nochmal Just for Fun einen Drachen ein. Bin gespannt, was der Gegner jetzt dazu sagt. Wir haben jetzt 5 Legendaries auf dem Feld, Leute. 5 Legendaries. Mega nice, mega nice. So, und da haben wir gewonnen. 6 Legendaries. Jetzt mit der Bogey Queen. Aber da ist es vorbei. Gegen den Arut. +22 Pokale bekommen wir. Wir sind jetzt wieder über den 3318. Mein Rekord liegt bei 3633. Das heißt, da haben wir noch ein gutes Stück Arbeit vor uns. Ich war ja heute, als ich den Stream begonnen habe, auf 2800 Pokale. Ja, da haben wir uns schon ordentlich hochgespielt für die paar Stunden jetzt. Ja, in diesem Level-Segment ist das schon ziemlich krass, wenn man da sich einfach mal ein paar, ja, mehrere, ja, 100 Pokale hochpusht in ein, ja, in wenigen Minuten bzw. Stunden. Der Gegner spielt hier einfach mal eine Bombe. Für was? Ich setze ihn ins Schamanen. Und hier setze ich einen Phönix dahinter. Vielleicht denkt er sich dann, er ist ja hier. Und dann auch noch ein Sturmelementar. Dass der Gegner hier ordentlich was zum Tun hat. So, er weiß mal, dass es nicht auf der untersten Lane ist. Da brauche ich gar keinen Blitz. Oh, okay, na gut. Ich werde aber auch nicht meinen Blitz für die Heilerin verschwenden. Das macht hier schön mal die Bogey Queen. Nein, ich kann hier keinen Blitz einsetzen mehr. Ich kann hier keinen Blitz. Aber Inferno muss sein. Inferno. Komm, schafft's der Phönix noch? Ha, Leute, das ist jetzt mal... Okay, nicht so geil. Ich dachte, dass das wird besser jetzt. Ich dachte, das wird besser. Komm, den Zwerg. Sollte sie schaffen. Nö, schafft sie nicht. Dann hier mit ihr. Nein, ich mach das so. Da die Bombe. Und das schafft jetzt sie. Ja, wir hätten hier Pfeile bereit. Boah, jetzt wird der Gegner nervig. Jetzt wird er richtig nervig, Leute. Können wir den Zwerg blitzen? Ja, können wir. Und da oben, nein, da unten, das sollte die Bogey Queen machen. Und jetzt kann ich dann auch noch die Pfeile auf das Ganze draufhauen. Komm, ich warte, bis er noch drinnen ist. Und da ist alles weg. So, aber der Ballista wird sie zerstören, leider. Der wird sie hier leider Gottes zerstören. So, wir probieren hier einfach mal ihn aus. Vielleicht wird es ja ein Schwarzer Ritter. Es wird ein Schwarzer Ritter. Und wir könnten das Ganze natürlich noch mit einem Drachen verstärken hier unten. Aber wir kommen mit dem Freeze-Zauber hier auch gut klar. Komm. Yes, da wird auch ein Schwarzer Ritter draus. Jetzt haben wir die Nase vorn, auf alle Fälle. Hier nochmal mit dem Schamanen. So, jetzt haut es aber rein. Jetzt haut es rein. Und da bekommen wir auch noch einen +1er Phönix. Nein, der Gegner bombt den weg. Mir egal jetzt. Ich setze ein Sturmelementar. Dann noch den Drachen. Und dann... Bevor er hier Pfeile setzen will oder sonst was. Okay, er setzt oben eine Heilerin. Für was? Gut, mein Schwarzer Ritter ist mal weg, aber... Ja, die Heilerin schafft das Sturmelement da auch nicht. Wir unterstützen die zwei Drachen mit einer Bogey Queen. Die bekommen einen Buff, setzen einen Hit und das war's, Gegner. Das war's. Und wir haben hier sehr, 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 sehr viele Pokale gefarmt heute. Ich wollte hier den Spielverlauf haben. Wir haben hier deine Online als Sieger bei 1... 2, 3 Matches hintereinander. Da habe ich zweimal verloren und da haben wir wieder Sieger, 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 Sieger. Ihr seht schon, dieses Deck
haut ordentlich rein, Leute. Es haut ordentlich rein. Ich zeige sie heute hier an euch nochmal, wenn ihr es nachbauen wollt. Natürlich braucht man dafür alle Legendaries. Man kann natürlich auch mal eine weglassen, wie zum Beispiel den Schamanen. Könnte man gegen den Bogi-Stamm ersetzen, wäre nicht das Problem hier. Aber ja, Leute. Ich bedanke mich jetzt auf alle Fälle bei euch fürs Zusehen. Wir warten natürlich auf den Android-Release und das mit dem neuen Update, was da so kommen wird. Dankeschön fürs Zusehen. Gebt mir den Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und falls du neu bist, würde ich mich über ein Abo von dir freuen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und haut rein, Leute. Ciao.